Das hier ist ein VW ID.3, einer der Neuwagen, um den ich bis jetzt einen ganz großen Bogen gemacht habe. Weil das spannende Element hat gefehlt, viele Leute haben sich über Materialqualität beschwert, was mir persönlich ja sehr wichtig ist. Und ich dachte, das ist so das letzte Auto, in das ich einsteigen möchte. Zuerst hat VW ein Facelift gebracht vom ID.3 und jetzt sagen alle, ja, die Materialien sind in Ordnung, guck sie mal an. Und das nächste ist, wir haben hier ein ID.3 GTX. Und als ich die technischen Daten gehört habe, musste ich an ein seliges Auto denken, was uns der andere Hersteller nicht mehr beschert. Ich musste denken an einen BMW 140i und ich meine die Variante mit Hinterradantrieb. Denn wir haben hier einen ID.3, der eine angetriebene Achse hat, und zwar hinten, mit 326 PS. Bimmelt es da auch bei euch? Und das ist Grund genug, dass wir mal so einen kleinen Blick werfen. Das wird kein richtiger Einblick, aber wir gehen mal schnell drum rum und gucken, ist der ID.3 auf einmal ein spannendes Auto geworden? Mit der Optik habe ich noch ein bisschen zu kämpfen. Also gönnt euch noch kurz das Intro und dann gucken wir es uns an. GTX ist jetzt heute das Zauberwort also. Und das soll den ID.3 zu einem für mich als Car-Guy interessanten Auto machen. Die Optik an sich, da habe ich immer so meine Schwierigkeiten damit. Das heißt, wir machen es wie immer, wir fangen bei der Optik an, gehen zum Inneren, quatschen mal ein bisschen über die Technik. Es gibt halt aber kein Fahren und kein Fazit, aber dafür sind wir halt mal ganz früh mit dabei und gucken uns das an. Was halt wirklich typisch ist, wir haben jetzt so eine einheitliche ID bzw. GTX-Front. Das heißt, man baut sich hier unten mit dem Lufteinlass und auch mit diesen LEDs an der Seite, also wir gucken uns mal die anderen mit dazu an, baut man sich immer bewusst so ein X auf. Das finde ich ganz cool. Also diese Einheitlichkeit und dazu auch noch ein King's Red. Und das finde ich persönlich wirklich schön. Also die Farbe gefällt mir und dass man jetzt immer sagt, rot-schwarz ist ein GTX-Farbthema. Das ist eine schöne Geschichte. Scheinwerfer an sich, das kennt man alles. Ich muss sagen, die Proportionen vom ID.3 sind etwas, damit habe ich mich von Anfang an so ein kleines bisschen schwer getan. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. In dem Fall stehen tut er auf diesen riesigen, ich meine, es sind 20 Zoll, lasst mich nochmal gucken, genau, 20 Zoll Felgen. So, und jetzt wird es interessant. Das hier sind 215er Reifen, vorne und hinten. Und ich habe euch eben schon gesagt, bis zu 326 PS. Das heißt, wir kommen später bei technischen Daten dazu. Aber es gibt zwei Leistungsstufen, und 286 und 326 PS. Und wir schicken 326 PS da hinten hin mit 215er Reifen. Das ist cool. Insofern, dass man halt so mutig ist. Dann kriegt man auch ein schönes, großes GTX-Logo hier an der Seite. Das wäre wahrscheinlich das Erste, was bei meinem fehlen würde. Wobei ich wahrscheinlich nicht unbedingt Zielgruppe bin. Und dann hier unten der Schweller ist ganz cool. Also nicht nur das Hochglanzschwarz, sondern schaut mal da hinten, wie der sich hier rauswirbt. Also in der Tür und dann da unten. Das muss ich sagen, ist richtig dramatisch aufregend. Wenn man nur in der Position ist, aufregend. Wenn man das große Ganze wieder hat, Familienauto. Und Thema Familienauto ist ja echt ein Ding, weil da ist so viel Platz drin. Ich war persönlich sehr überrascht. So Ansicht von hinten. Auch da hat man natürlich die GTX-Elemente. Das heißt, hier unten, der Schweller hat auch wieder in sich ganz viele Xe, könnte man noch sagen. So einen angedeuteten Diffusor. Hier, das ist zum Beispiel schön, schwarz auf schwarz ein Logo zu machen. Und in den Leuchten, mit viel Fantasie, da sind das wieder für mich ja ganz viele Xe. Das ist jetzt natürlich nichts, was dieses Auto alleine für sich stehen hat. Ist aber ein geschlossenes Thema. Allein schon, wenn man sagt, wir haben das schwarze Dach, in dem Fall ein Glasdach, das sehen wir gleich von innen, und das Schwarz zieht sich hier durch, dieses Rot-Schwarz-Farbthema, finde ich cool. Das heißt, ich würde sagen, in ID.3 GTX sollte man sich in Schwarz oder in Rot holen. Kofferraum ist auch was Aufregendes, denn warte, wenn wir einfach so machen, dann merken wir, da geht ganz schön was rein hier hinten. Das Auffällige ist halt nur die Position der Rückleuchten. Die bleiben hier nämlich stehen. Das bedeutet, ich habe hier wirklich so eine Ecke, an der ich meinen Kofferraum immer auf und zu machen kann. Ist jetzt auch nichts Besonderes vom ID.3. Wir müssen uns irgendwann mal einen richtig im Detail anschauen und fahren. Aber die Nutzbarkeit an sich ist super. Man verliert halt an den Seiten auch aufgrund der Rückleuchten immer was. Das ist aber ein typisches E-Auto-Thema. Kein Auto ist so schlimm wie ein BMW iX, von daher ist es hier ein großer Mehrwert. Einmal eine plane Fläche, hier unten gibt es noch so die zweite Ebene mit runter für, wie man sieht, Ladekabel und Co. Ich habe jetzt hier hinten keine Fernentriegelung oder solche Scherze. Ich kann hier jeweils Tüten mit aufhängen, habe eine relativ kräftige Beleuchtung. Hier gibt es noch eine unbenutzte 12-Volt-Dose. Ist natürlich ganz cool und in dem Fall eine Skidurchreiche. Das Highlight für mich allerdings ist hier der Innenraum. Aus gleich zwei Gründen. Und das erste große sind
die Sitze, ja, die fühlen sich genauso an, wie sie aussehen. Das heißt, hier oben hat man einen GTX einfach reingeschrieben. Richtig cool. Rote Nähte machen grundsätzlich, also 10 bis 20 PS bringen die auf jeden Fall auch nochmal. Und wir sehen, das ist der Ergo Active Sitz. Und also, ihr könnt euch sicher sein, wenn es was zu kritisieren gibt, werde ich das kritisieren. Und ich glaube, wenn ich mich in einem Vorfacelift ID3 setze, wird es ein sehr lustiges Video für uns alle. Die Sitze von diesem Auto, die sind richtig, richtig gut. Wer das anzweifelt, wartet, bis er genau so konfiguriert im Autohaus eurer Wahl steht. Dann merkt ihr auch, Oberschenkelauflage kann ich nochmal rausziehen. Sitzt hier richtig, also das ist richtig geil. Und dazu passt dann auch das Lenkrad. Nun mit dem GTX und das Rot-Schwarz-Farbthema wird durchgezogen. Richtig, richtig cool. Puh, das ist der Moment, wo ich was Schlechtes finden muss, oder? Ja, es ist ganz einfach. Ich habe immer noch diese blöden, kapazitiven Tasten am Lenkrad. Ich will physische Tasten wie im Golf 8. Das Problem ist nur, es sind verschiedene Baukästen, also MQB, MEB. Und bei dem Baukasten wurde das nicht mitentwickelt. Was sich mit dem Facelift bzw. dem GTX auch ein bisschen verändert hat, ist Position von unserem Automatikwählhebel. Der ist da hier hinter dem Lenkrad. Ihr seht, Drehen und Co. haben wir auch im ID-Bus und sowas schon mal gesehen. Aber das Lenkrad und die Sitze in Kombination, das macht richtig Spaß. Nach vorne, also diese Ansicht hier ist genau die gleiche, wie das Auto von außen aussieht. So ein bisschen wie Straßenbahngefühl. Ich habe, guck mal, wie unendlich viel Raum ich hier noch mit nach vorne habe. Das ist echt krass. Was dann cool ist, und jetzt versuche ich es mal, Moment, wie kriege ich es am besten hin? Wir haben auf jeden Fall da vorne noch so eine LED-Leiste, die quasi langläuft. Das ist cool, dass wir da ein paar Zusatzfunktionen mit haben. Ein Infodisplay für wirklich alles Wichtige noch hier direkt vor mir. Und was da halt auffällt, 54% und über 3 Kilometer, das ist schon mal ein gutes Indiz. Warum wird mein Sitz eigentlich so warm? Hier an der Seite ist die Ambientebeleuchtung, die habe ich nur vorne, nicht hinten. Hier so ein Netz, wo man was aufhängen kann. Sowas ist auch ganz cool, weil du kannst dir was reinstecken und dann halt entsprechend das Ganze noch teilen. Und das finde ich wichtig, dass du hier zum Beispiel keinen Schwarzhochglanz drauf hast, sondern den normalen Kunststoff. Und da gibt es auch nochmal USB-C mit. Das finde ich persönlich ganz cool. Materialqualität. Das hier ist aufgeschäumt und ein bisschen weich, das passt. Das hier ist jetzt nicht das hochwertigste Leder, was ich je gesehen habe, aber erfüllt seine Funktion. Und die hier schwebend, doch, doch, das geht in Ordnung. Keine hinteren Fensterheber zu haben, beziehungsweise immer erst auf Rear tippen zu müssen. Ah, das ist etwas, das versteht man, glaube ich, wirklich nur, wenn man lange in einer Abteilung arbeitet, wo es um Kosten geht. Weiß nicht. Also ja, das hätte man vom Platz her wahrscheinlich auch lösen können. Ja, und dann, es ist halt einfach, ich gehe noch mal raus für euch, so, ein etwas ungewöhnliches Gefühl, diesen viel Platz vor sich zu haben. Und gleichzeitig bin ich verhältnismäßig hoch und ja, der Sitz ist auch schon ganz unten. Also ich habe das Gefühl, ich fahre eine Straßenbahn, aber eine sehr gut motorisierte Straßenbahn. Und dazu kommen wir gleich. Aber ich muss sagen, dieses GTX-Zeug hier, oh, das hilft schon wirklich. Was auch immer hilft, ist dieses Dach. So, und das versuche ich, gucken wir mal. Ah, Moment, das ist ja mit Rollo gelöst. Sehr gut. Beziehungsweise, wir haben halt nicht das Smart Glass hier, sondern ich kann einmal so machen, dann geht das Ganze zu. Aber ich habe wirklich ein sehr großes Glasdach. Ihr seht, das ist dann nicht ganz blickdicht, dieses Netz. Und ui, schön sommerlich leicht. Das kommt selbst beim geschlossenen Dach schon sommerliche Gefühle auf. So, und wir gehen jetzt einmal nach hinten, beziehungsweise noch ein paar Sätze hierzu. Die Slider sind beleuchtet, das sind 12,9 Zoll. Und ich sag mal, das ist der ID7 Standard. Deswegen schaut euch gerne eins der ID7 Videos an. Das ist eine riesen Verbesserung zu dem, was ich vorher hatte. Nee, analog ist schon. Kurzer Uhrenvergleich. Ah, das sieht so GTX-ig aus. Grundsätzlich ein einfaches, sinnvolles System. So, und da gibt es auch das Sportsetting und ähnliches. Aber ich glaube, ach so, er ist aus. Das heißt, auch solche Grafiken hier sind halt angepasst und auch sowas wie diese Smart-Funktionen sind mit dabei. Ich mag das neue System, auch wenn ich da schon so diesen kleinen Moment hatte, wo der ID7 mich hat hängen lassen. Aber ich glaube, da ist man auf einem guten Weg zumindest. So, und jetzt schauen wir mal zusammen nach hinten. So, bewusst schnittlos, damit ihr einfach mal seht, wie viel Platz hier immer noch ist. Das heißt, ich sitze vorne bequem, ich habe hinten diesen Raum und der ID3 sieht so klein und na, knutschkugelig nicht, aber also, sieht so klein und straßenbahnig aus. Und dafür hast du hier hinten richtig viel Platz. Kannst dir oben dein Handy reinpacken, hast unten noch eine Ablage, hast hier hinten auch dieses schwebende Element, das finde ich richtig cool. Wir sehen nochmal, Harman Kardon Soundsystem ist hier in dem Fall mit an Bord. Aber
Sounds of ID. Das ist halt vorne richtig gut. Hier hinten ist es wahrscheinlich das, was mich beim Vorfacelift überall erwartet hätte. Ich würde eigentlich sagen, ich kann bei dem Preis drüber hinwegsehen, aber mit so einem Modell sind wir dann wahrscheinlich auch bei ohne Nachlass noch 5 ganz vorne beim Preis. Schwierig. Aber Platzangebot, oh, nicht die Decke filmen, ist echt gut. Hier kann ich nochmal so ein bisschen Kleinigkeiten unterbringen. Gut, würde ich sagen, haben wir das gesehen. Ich weiß gar nicht, ob und wie wir vorne die Haube aufkriegen. Aber es macht doch eigentlich keinen Sinn. Denn wenn man hier vorne öffnet, ist übrigens immer wieder schön mit Pause und Play, da hat man sich wirklich mal was einfallen lassen, werden wir nämlich hier sehen, dass wir nichts sehen. Also zumindest nicht viel. Denn wer jetzt denkt, oh, hier ist aber ein E-Motor. Nee, hier ist im Endeffekt kein E-Motor. Das Spannende jetzt ist, das war laut. Also, da hinten geht die ganze Leistung hin. Es gibt dann einen ID.3 GTX mit 286 PS und 545 Newtonmeter. Der geht in 6 Sekunden von 0 auf 100. Oder du upgradest für einen, sagen wir mal, leicht vierstelligen Betrag zum Performance, der dann 326 PS, die gleichen 545 Newtonmeter, die nur auf die Hinterachse, auf diese kleinen süßen Reifen gehen. Der geht in 5,6 Sekunden wahrscheinlich, sind Prognosen, von 0 auf 100. Wenn du sagst, ich will die 215er nicht überfordern, kannst du 235er Sportreifen ab Werk mit dazu bestellen. Und man muss dann halt bedenken, immer Heckantrieb und Hinterradantrieb, also alles, die ganze Action findet hier hinten statt. Das heißt, ich habe auch viel Masse ein bisschen weiter nach hinten, habe nicht dieses nervige Untersteuern, habe einen tiefen Schwerpunkt und man hat auch das erste Mal ein Sportfahrwerk mit Sport DCC. Das heißt, ich kann meine Dämpferhärte regulieren mit in Kombination mit einem Sportfahrwerk. Auch etwas, was du vorher halt nicht hattest. Und dann muss ich sagen, ist das schon ein echt cooles Paket. Und ich bin gespannt, wie sowas fährt, weil mit dem niedrigen Schwerpunkt und der Leistung in dem kleineren Auto. Aber was wiegt sowas? 2 Tonnen. Und in dem Moment merkt man halt wieder, dass ein GTX halt für sportlicheres Fahren da ist, aber jetzt nicht irgendwelche R-Modelle in dem Moment ersetzen soll. Und was ist technisch noch relevant? Akkugröße, 79 Kilowattstunden netto. Und das ist richtig viel. Das heißt, man kommt so roundabout 600 Kilometer nach WLTP. Ladegeschwindigkeit 175 kW. Das finde ich geht auch in Ordnung. Vor allem, also die Akkugrößen, Reichweiten, Ladegeschwindigkeitskombination macht bei diesem Auto echt Sinn. So, und dann würde ich sagen, fassen wir das doch in so einem kleinen Fazit zusammen. Oder was interessiert uns technisch noch? Wir wissen, wie schnell er lädt, wir wissen, wie weit er fährt. Ah ja, Höchstgeschwindigkeit. Richtig wichtiges Thema bei diesem Auto. Normale ID.3s fahren 160. Ein GTX fährt 180. Aber ein GTX Performance fährt, Achtung, haltet euch fest, 200 km/h. Und ja, vor ein paar Jahren hättet ihr mich ausgelacht, wenn ich sage, oh, ein Auto fährt 200 km/h, weil ihr alle sagt, ja, mein 112 PS Kia macht das auch. Aber für ein neues E-Auto sind 200 km/h schon ein echt ordentlicher Wert, den wir hier mitbekommen. Finde ich gut, dass man das gemacht hat. Und ich würde sagen, wir machen mal so ein kleines Fazit und gucken mal, was ich jetzt gut fand und auch nicht so. Ihr könnt schon mal lostippen, was ihr gut findet. Das war unser kleiner Rundgang um den ID.3 GTX. Und es ist, wie gesagt, das Auto, da, zu dem ich mich am wenigsten hingezogen gefühlt habe, weil alle haben über Materialien geklagt und die Optik ist halt die Optik. Diesen Move jetzt aber zu machen, über 300 PS zu bringen und nur an eine Achse zu schicken, einen 79 Kilowattstunden Akku drin zu haben, mit dem ich dann 600 Kilometer weit komme, ist schon echt cool. Ich mag es auch, das neue große Display innen zu haben und meines leider, die ich ja leider immer noch habe, wenigstens beleuchtet zu haben, in Kombination mit diesem Ergo-Active-Sitzen. Oh. Und den schönen roten Akzenten am Lenkrad, das setzt echt viele Akzente, die ich persönlich sehr mag. Und deswegen muss ich sagen, das ist für mich so ein bisschen eine richtige Überraschung und auch eine positive Überraschung gewesen. Allein schon der Mut zu sagen, ja klar kriegst du dein Sportfahrwerk auch mit der DCC-Regelung. Das machen wir schon irgendwie. Und die ganze Leistung nach hinten, das ist vernünftig. Das bieten wir dir an. Das heißt, das, was BMW uns vor Jahren mit einem reinen Sechser verkauft hat, in einem 1,40, und man dann aus Kostengründen vor allem auf eine andere Plattform gegangen ist, ja, Platzangebot und so, kriegen wir nicht mehr und das kriegen wir jetzt hier. Das ist nicht zu vergleichen grundsätzlich, weil natürlich, egal bei höheren Geschwindigkeitsbereichen, das Leergewicht, das alles unterscheidet sich. Aber den Grundgedanken, diesen Mut zu haben und zu sagen, bring auch mal mehr Leistung rein und Co., finde ich richtig gut. Jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr vom ID.3 generell und noch vom GTX? Und ich bin der Meinung, wir müssen noch mal ID.3 fahren. Jetzt die
Abstimmungsfrage an euch. Fahren wir sowas, also das Neueste, Tollste, Beste, oder schnappen wir uns einen ID.3 vor Facelift und machen mal Sounds of ID, ihr erinnert euch vielleicht an die hintere Tür, im ganzen Auto und erleben da so ein bisschen was. Ich finde es aber schön, dass auf Menschen gehört wird und es vorwärts geht. Das finde ich gut. Das sind richtige Schritte in die richtige Richtung. Tja, das war nun mal so ein kleines Zwischendurch-Video. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Einblick. Abonnieren, dranbleiben und euch bis dahin immer gute Fahrt und ciao.